Mein Name ist Armin Schloss-Raczynski. Ich bin freier Produktentwickler im Bereich Industriedesign, Ausstellung und Messebau. Ich arbeite seit 2002 mit Plone und seit 2004 bin ich in der Community aktiv, was mir sehr viel Spaß und Freude macht. Ich bin in der Soap und Plone Foundation aktiv und seit 2008 im Vorstand des Python Software Verbands, früher DZUG, aktiv. Ich engagiere mich dort im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und ja. Thema Content Lifecycle Management. Es geht generell halt immer wieder um das Thema, ich habe ein Application Lifecycle, ich habe also eine Applikation wie Plone, die hat einen Lebenszyklus, ich installiere so ein System, ich nehme es in Betrieb, irgendwann mache ich Updates, andere Geschichten. Das sind Themen, die über sehr lange Zeiträume laufen. Content ist meistens Material, das wesentlich kürzere Zyklen durchläuft. Wir werden gleich ein paar Beispiele sehen, wie solche verschiedenen Lifecycles aussehen können. Man kann fast alle diese Lifecycles mit Plone abbilden. Dazu werden sehr häufig Workflows verwendet. Und wir gehen dann nachher noch mal kurz auf die Stärken von Plone ein. Der Lifecycle von so einer Applikation beginnt üblicherweise mit der Entwicklung, Migration von Inhalten in das System. Dann erfolgt die Einführung der Applikation. Die ganze Sache wächst, bekommt eine gewisse Reife und hat hinterher einen Ausgang. Die zweite Geschichte ist der Content. Das sieht wesentlich dynamischer aus. Das heißt, während die Applikation im Einsatz ist, sehe ich, dass neuer Content dazukommt. Der Content wird genutzt und klingt irgendwann aus. Und ich habe eventuell am Ende des Lebenszyklus der Applikation eine Migration in ein anderes System oder in eine neue Version. Ja, Lebenszyklen des Contents, das sind alles Dinge, die wir, die wir alle kennen. Wir fangen an, Content zu erstellen. Ganz wichtig ist, wenn wir Kollaboration betreiben, dass wir diesen Content auch mit anderen Leuten teilen können, sonst bleibt nämlich die Arbeit an einer Person hängen. Ich fange an, den Content zu bearbeiten, dann beginnt das Management der Metadaten. Das heißt, man fügt Informationen hinzu, die man nicht sofort sieht, die aber für das Management des Contents wichtig sind. In der Phase kommen Reviews dazu, das heißt, die Leute möchten Kommentarfunktionen benutzen, das heißt, auch Leute, die nicht direkt am Content arbeiten, schauen vor der Veröffentlichung auf den Content drauf, geben Kommentare ab, haben unter Umständen auch nicht das Know-how, den Content zu bearbeiten. Und schließlich wird der Content veröffentlicht. Bei dieser Veröffentlichung werden Aspekte wie Versionierung interessant. Das heißt, ich möchte zum Beispiel später feststellen können, wie sah der Content aus, als er öffentlich gemacht wurde, was für Veränderungen sind später daran vorgenommen worden. Irgendwann kann ich den Content zurückziehen. Das wäre jetzt ein einfacher Lifecycle, aber es geht weiter. Ich möchte unter Umständen später den Content ersetzen. Das heißt, dasselbe Dokument mit der gleichen URL durch einen anderen Inhalt ersetzen. Ich möchte es modifizieren, umbenennen, eventuell die URL doch ändern. Ich möchte die Metadaten bearbeiten und dann in der History auch die entsprechenden Informationen nachvollziehen können. Aktualisieren ist ein Thema, was natürlich auch mit Relaunches zusammenhängt. Das heißt, eventuell wird das Design der Webseite verändert. Ich muss dann Anpassungen vornehmen. Und wir gehen halt weiter in die Schleife rein und irgendwann habe ich die Situation, dass ich den Content archivieren möchte. Archivieren heißt in den meisten Fällen, dass ich den Content nicht mehr bearbeite, in einen passiven Zustand bringe, möchte dann unter Umständen noch recherchieren, also suchen können und je nachdem, was ich für Workflows habe, was ich für Anforderungen an Datenschutz habe, muss ich den Content auch löschen und aus dem System entfernen können. Einen ähnlichen Lebenszyklus gibt es auch für Benutzer. Das heißt, während ich mit dem System arbeite, habe ich bestimmte Mitarbeiter, die am System arbeiten. Diese Mitarbeiter verändern ihre Position im Unternehmen. Die wandern in andere Abteilungen rein, bekommen andere Funktionen, werden befördert oder fliegen raus, irgendwas in die Richtung. Ich muss dann mit Gruppen zum Beispiel arbeiten. Ich kann über eine Gruppe zum Beispiel Leute bestimmten Funktionen zuordnen. Das heißt, ich kann sagen, okay, die Gruppe, die einen bestimmten Bereich der Webseite betreut, die bekommt einen eindeutigen Namen.
die entsprechenden Arbeitsschritte werden dann dieser Gruppe, auf diese Gruppe hin optimiert. Dann werden die Rechte zugewiesen an diese Gruppe und ich kann dann später die Mitarbeiter den Gruppen zuweisen und wieder entfernen aus diesen Gruppen. So, das Ganze wird aktualisiert. Ich muss in diesen Funktionen die Sachen ersetzen. Nachher wird der Mitarbeiter unter Umständen, also das Benutzerkonto, archiviert oder gelöscht nach den gleichen Kriterien, die ich eben auch genannt habe. So, was für einen Informationsstrom haben wir da täglich, den wir mit so einem System bewältigen müssen? Wir haben E-Mails, wir haben News, wir haben Messaging, wir haben Suchen in Google, Ergebnisse, die archiviert werden müssen in einem Unternehmen. Wenn ich also nicht eine reine Webseite als Basis nehme, ich muss mich also vernünftig organisieren und muss entscheiden, was kann in mein System, in einem Intranet zum Beispiel rein und was nicht. Bei einer Webseite sieht das etwas anders aus. Und die Herausforderung ist natürlich, daraus dann entsprechende Inhalte zu erstellen. Wir haben in diesen Fällen häufig strukturierte Daten. Das kennt jeder aus Tabellen oder Daten, die in relationalen Datenbanken abgelegt werden. Und wir haben auch unstrukturierte Daten, also Bildinformationen, Videos, dergleichen, die also nicht einer festen Struktur folgen. Und ich muss mir überlegen, wie solche Informationen im System abgelegt werden. Das kann ich mit Hierarchien machen oder ich kann es mit einfachen großen Silos machen, wo ich die Informationen reinpacke, ohne dafür eine spezielle Struktur bereitzustellen. Und dann muss ich entscheiden, will ich das Ganze über Suchfunktionen erschließen oder in einer Navigationsstruktur ablegen. Jetzt haben wir so ein Beispiel für so einen ganz einfachen Lebenszyklus von so einem Objekt. Das heißt, das Objekt wird einfach erstellt, geht in die Nutzung rein, irgendwann läuft das Ganze aus und die entsprechenden Informationen erreicht ihr Lebensende. So ein dynamischer Ablauf, wie ich ihn vorhin schon mal mit diesen mehreren Kreisdurchläufen beschrieben habe, sieht dann so aus, dass wir eine dynamische Bearbeitung und Nutzung haben, die sich ständig abwechselt und die unter Umständen eben auch so dynamisch ist, dass sie über den Lifecycle des Systems hinausgeht. Das heißt, ich muss es nachher in ein anderes System übertragen. So, wie sieht so ein Lifecycle aus? So eine relativ einfache Geschichte, die jeder kennt. Ich importiere Informationen, ich mache Redaktion mit diesen entsprechenden Informationen und ich publiziere das. Und es läuft zwischen diesen relativ einfachen Zuständen hin und her. Wenn ich jetzt eine Organisation habe, habe ich aber teilweise wesentlich komplexere Abläufe. Das heißt, ich habe Social-Media-Aspekte, Twitter-Geschichten, ich habe Blog-Informationen, ich habe Newsfeeds, die haben alle sehr unterschiedliche Abläufe. Also ein Blog ist zum Beispiel typischerweise chronologisch, das heißt, die entsprechenden Einträge kommen zu einem bestimmten Zeitpunkt hinein. Ich möchte die auch unter Umständen mit einer zeitlichen Geschichte synchron halten. Also ich möchte mal nachschauen, was ist passiert zu einem bestimmten Zeitpunkt. Social Media ist sehr viel feiner granuliert, das sind also fast Momentaufnahmen. Twitter stündlich wird da irgendwelche Informationen ausgetauscht, die aber auch so ein bisschen an einem vorbeirauscht. Und Newsfeeds sind dann natürlich Dinge, die von außen passiv auf einen einströmen. Was für eine Unternehmenswebsite eine sehr interessante Sache ist, ist in einem System wie Plone Startpunkte festzulegen. Das heißt, wenn ich solche Lifecycles habe, dann sage ich, okay, ich möchte jetzt ein Video ablegen oder ich möchte jetzt eine Dokumentation ablegen in so einem System. Und da kann ich natürlich für solche Sachen Startpunkte festlegen. Das heißt, jemand, der zum Beispiel eine Übersicht über Projekte in einem Unternehmen haben möchte, geht an den entsprechenden Punkt, bekommt im Content-Management-System redaktionell gestaltet eine Information, wo er die anderen Informationen findet und kann immer von wesentlichen Startpunkten aus die ganze Struktur für sich erschließen. Das Gleiche gilt für Personalinformationen oder Ressourcen in einem Unternehmen. Veit Schiele hat zum Beispiel eine Erweiterung gemacht, VS.org, wo ich also die komplette Organisationsstruktur von einem Unternehmen ablegen kann. Ich kann Dokumentationen beginnen. Also ich habe eine Situation, dass ich einen bestimmten Prozess dokumentieren will innerhalb des Unternehmens, suche mir den Startpunkt, wie mache ich so eine Dokumentation oder wie finde ich so eine Dokumentation und kann von dort ausgehend dann den Content entwickeln und auch zugänglich machen. Und das gilt halt für internes Wissen und externes Wissen. Das heißt, wenn die Dokumentation im Plone-System liegt, habe ich die Information, wie ich im Plone-System mit der Information umgehe. Wenn es ein Startpunkt ist, der nach außen zeigt, gehe ich einfach an den Startpunkt, der zeigt mir dann außerhalb, wie ich über Google oder über andere Dienste entsprechend auf die Information zugreifen kann. Mit Plone kann man fast alle solche Strukturen abbilden. Es ist sehr, sehr flexibel. SOAP, die Technologie, die drunter liegt, ist eine Abkürzung für Z-Object
Object Publishing Environment. Das heißt, es ist ein Object Publisher. Das heißt, ich kann jede Art von Objekten theoretisch in der Datenbank abbilden und kann die entsprechend ausliefern. Nicht nur HTML, sondern ich kann auch alle möglichen anderen Formate ausliefern. Wenn ich also einen entsprechenden Use Case, also eine Anforderung habe, möchte zum Beispiel, wir hatten gestern ein Gespräch über das Thema Tanzschritte zu publizieren. Ich kann also solche Objekte in irgendeiner Form in so einem System ablegen, kann die über Metadaten zugänglich machen, kann die kommentieren und kann die dann über ein entsprechendes Interface ausliefern. Und dadurch habe ich eine maximale Flexibilität, im Web oder eben in entsprechenden anderen Strukturen Sachen zu publizieren. Ganz wichtiger Punkt dabei ist in Plon das Thema Kollektionen. Das heißt, ich muss nicht alle Strukturen, die ich nachher sehen möchte, auch tatsächlich im System ablegen, sondern ich lege die Informationen ab und bilde virtuelle Strukturen, die durch zum Beispiel Kollektionen den Inhalt an verschiedenen Stellen erscheinen lassen. Das ist die Situation weiter oben. Das heißt, ich habe ein Objekt, das an verschiedenen Stellen dargestellt wird, oder ich habe eine dynamische Aggregation. Das heißt, ich habe ein Objekt, was dargestellt wird und das wiederum von vielen verschiedenen Stellen den Content zusammenträgt. Dadurch kann ich sehr verschiedene Nutzertypen individuell bedienen. Das heißt, nicht jeder hat das gleiche Nutzerverhalten. Die einen bevorzugen die eine Ansicht, die anderen die andere, und ich kann beides halt machen. Ich kann diese Daten durch entsprechende Maßnahmen auch in einem entsprechenden Kontext ausliefern. Das heißt, die, ich weiß nicht, wer den Vortrag über Responsive Web Design gesehen hat. Ich habe die Möglichkeit, bestimmte Elemente auf einer Seite zu platzieren. Auf sehr kleinen Mobilgeräten geht das nicht so optimal. Das heißt, ich muss mir überlegen, wo packe ich den einzelnen Content hin. Ich habe keine statischen Templates, sondern ich kann über Viewlets und andere Maßnahmen die Sachen sehr flexibel zuordnen und dann entsprechend auf die anderen Geräte anpassen. Ich kann mit Plon generell für alles, was ich mache, also ob ich jetzt in einem Unternehmen ein Intranet aufbaue oder nur das Team, mit dem ich eine Webseite nach außen organisiere, was ja auch mit einem bestimmten Zusammenarbeit verbunden ist, entsprechend organisieren und Teamwork fördern. Plon kann ich als Kommunikationszentrale einsetzen, mit der ich die gesamte Kommunikation optimieren kann. Ich kann diese Startpunkte liefern, ich kann das Wissen gezielt teilen, ich kann Verzeichnisse anbieten und auch über FAQ-Systematiken die entsprechenden Problemknoten, die auftauchen, lösen und durch Verweise innerhalb des Systems entsprechend auflösen. Ein weiteres Beispiel ist ein Corporate Design Manual. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist alle hat in seinem Unternehmen ein Corporate Design Manual, wo Gestaltungsrichtlinien und entsprechende Vorschriften publiziert werden. Einige. Solche Sachen sind früher als dicke Schwarten im Print produziert worden, waren sehr schwierig zu aktualisieren. Man hat heute die Möglichkeit, innerhalb von einem System wie Plon die entsprechenden Inhalte zu archivieren. Man kann die versionieren, man kann Informationen zur Philosophie, die dahinter steckt, publizieren. Man kann Schriften, Logos da reinpacken, man kann entsprechende Beispiele zeigen und sehr schnell reagieren und kann auch Vorlagen und Templates liefern. Der Vortrag, der gerade parallel läuft von Andreas Jung, zeigt auch mit Sicherheit ein paar Beispiele, wie man eben zum Beispiel Drucksachen, Reports, Visitenkarten aus einem System wie Plon heraus generieren kann. Man kann Plon FormGen zum Beispiel benutzen, um die Informationen einzusammeln, kann daraus aus diesen Informationen entsprechende PDFs generieren und die dann unter Umständen direkt an die Druckerei weiterleiten, um in einer größeren Organisation Visitenkarten zu produzieren. Dann Thema Prozessdokumentation ist eine ganz wichtige Sache. Auch wieder Thema Lifecycle. Ich muss relativ schnell reagieren können. Ich muss auf der anderen Seite Informationen auch nachvollziehen können. Das heißt, wenn ich in einem großen Unternehmen ISO 9000 zertifiziert bin, das ist eine Qualitätssicherungsnorm, da geht es darum, Qualitätssicherungssysteme aufzubauen, aber nicht festzuschreiben, sondern im Prinzip dafür zu sorgen, dass die Abläufe im Unternehmen so dokumentiert sind, dass sie eingehalten werden können. Das ist sehr wichtig dann auch gegenüber Lieferanten, gehört teilweise zu den Lieferbedingungen, dass man dann nachweisen kann, dass diese entsprechenden Prozesse auch eingehalten worden sind. Und ein Kollege macht momentan zum Beispiel ein Konzept, wie solche Prozesse innerhalb von Plon dokumentiert sind
und die entsprechenden Dokumentationen an Prozesse, die in einem SAP-System abgewickelt werden, angebunden werden. Das heißt, ich kann dann sagen, okay, mit dem Status von dem Prozess, wie er im Plan dokumentiert ist, ist dieser Auftrag abgewickelt worden und kann das dann an entsprechende Anlage, zum Beispiel an den Geschäftsprozess, Lieferscheine beziehungsweise an das Fulfillment hinterher mit Rechnungswesen und so weiter anbieten. Ja, ich kann dynamische Reports daraus generieren, EPUBs, Jan-Ulrich Haseker hat das Handbuch für Plon beschrieben. Das ist auch eine Sache, die man im Prinzip aus Plon heraus generieren könnte oder kann. EPUBs, PDFs, dann das Thema Webportale. In dem Moment, wo ich mit anderen Systemen kommunizieren will, ist das nicht eine Einbahnstraße, sondern ich kann zum Beispiel Informationen aus Google+, aus Twitter, aus fremden RSS-Feeds, aus Facebooks, kann ich innerhalb von Plon aggregieren, also zusammensuchen und kann die dort publizieren, was dazu führt, dass ich keinen eigenen Content dafür machen muss. Das ist, was den Lifecycle angeht, eine ganz wichtige Sache. Wenn ich alle solche Prozesse komplett im Plon immer abbilden würde, würde ich wahnsinnige Datenleichen generieren. Ich kann sie aber in diesen Kontext einbilden und dann auch entsprechend zeigen. Umgekehrt kann ich aber auch aus dem Plon-Content heraus wiederum solche Dienste bedienen. Das heißt, ich kann, wenn neuer Content in Plon entsteht, kann ich eine entsprechende Nachricht auf Twitter publizieren, sodass Leute sehen, aha, da gibt es einen neuen Content. Ich gehe jetzt auf die Plon-Seite und schaue mir die Sachen an. Um diese ganzen Sachen zu realisieren, werden halt States und Workflows verwendet. Ich benutze jetzt mal die englischen Begriffe. State ist ein Status, also veröffentlicht, in Bearbeitung, privat. Und der Workflow entsteht dadurch, dass ich zwischen diesen verschiedenen States sogenannte Transitions habe. Also Übergänge. Und das ist eine ganz wichtige Sache, wenn man die Übergänge oder diese Workflows in Plon verwendet, out of the box, dann haben die natürlich einen Namen, also veröffentlichen oder zurückziehen und dergleichen. Und ich kann diese Namen, kann ich natürlich anders benennen. Und wenn man sich die Mühe macht, für die entsprechenden Abläufe, diese Lifecycles, die richtigen Namen und Begriffe zu benutzen, müssen die Leute nicht denken. Das heißt, die wissen genau, okay, das ist der Zustand, den das Objekt hat, das hat den und den Sinn. Und die Transition ist ein Verb, das dann die entsprechende Veränderung vornimmt. Und ich kann dadurch den Leuten, ohne jetzt auf ein Handbuch zurückgreifen zu müssen, sehr leicht machen, mit dem Inhalt zu arbeiten. Was ich gestern gelernt habe, fand ich super interessant, hatte ich total vergessen, dass Plonus auch beherrscht, mehrere Workflows gleichzeitig mit einem Objekt zu machen. Das heißt, ein Beispiel war jetzt Internationalisierung, dass ich also einmal den Workflow veröffentlichen, zurückziehen, privat stellen, benutzen kann und gleichzeitig einen zweiten Workflow anwenden kann, der zum Beispiel sagt, die Übersetzung ist aktuell oder die Übersetzung ist outdated. Das mit den entsprechenden Wahl der Namen habe ich gerade beschrieben. Und was auch noch eine weitere wichtige Eigenschaft ist, dass diese Workflows abhängig gemacht werden können von einem Ort. Das heißt, wenn ich jetzt ein Objekt in einen bestimmten Ordner reinpacke, kann ich den Workflow wechseln. Das bestimmt natürlich dann auch wiederum den Lifecycle. Das heißt, wenn ich jetzt in einer privaten Veranstaltung bin, verhalte ich mich völlig anders als in einer professionellen Veranstaltung. In dem Moment, wo ich den Ort wechsle, kann ich den Workflow wechseln. Das ist eine ganz tolle Sache, die man konzeptionell natürlich erstmal in seinen eigenen Betriebsablauf integrieren muss, um den dann optimal zu nutzen. Ist ein Zusatzmodul, das nicht standardmäßig installiert ist, aber sich auf jeden Fall lohnt anzuschauen. Ja, und das Entscheidende bei der ganzen Sache ist natürlich, ich kann dadurch, dass ich so ein System habe, Arbeit verteilen. Es bleibt nicht immer an den Leuten hängen, die eine Sache anfangen, sondern wenn man das optimal organisiert, kann man den Content und die Bearbeitung des Contents optimal auf die Leute verteilen und im Team zusammenarbeiten. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und jetzt kommen wir auch langsam zum Ende des Vortrags, auch zum Lebensende des Contents. Archiv haben wir eben drüber gesprochen. Auch den Punkt Recherche, also ist ein ganz wichtiger Punkt, was passiert eigentlich mit altem Content? Ich kann alten Content natürlich in eine zweite Plon-Instanz zum Beispiel auslagern, nämlich einfach sagen, ich möchte die Live-Instanz jetzt aktiv halten. Wir haben das bei uns mehrfach im Unternehmen gemacht, also wir haben mit Plon 09, glaube ich, angefangen und wir haben Content, der noch in Plon 2 5 Instanzen drin ist, der ist da einfach drin eingefroren, der wird also read-only gefahren, weil wir einfach sagen, das ist völlig uninteressant, eine Migration von diesen Inhalten, die eigentlich outdated sind, auf eine neuere Version zu machen. Aber wer möchte, kann jederzeit auf die Daten entsprechend zugreifen. Nur die laufen halt im Read-Only-Modus. Und das betrifft dann auch solche Sachen wie Produkte, die nicht mehr laufen
und dergleichen. Und solchen Content kann man dann so weiter zugänglich halten. Ja, und dann ist eben die Frage, archiviere ich das Ganze oder entsorge ich das? Entsorgen ist manchmal auch die einfache Lösung. Amazon bietet in der Cloud jetzt auch die Möglichkeit an, für Objekte sogenannte Expiry Dates anzugeben, weil das natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Also wenn ich jetzt irgendwelche Videos, die maximal ein halbes Jahr relevant sind, in so einem System ablegen würde, dann nehmen die natürlich Speicherplatz weg. Und wenn ich das vorher schon weiß, dann kann ich natürlich beim Abspeichern der ganzen Sache eine entsprechende Information ablegen. Das Ding fällt, also das normale Verfallsdatum im Plon bedeutet ja nur, dass es einen anderen Status erreicht. Aber ich könnte theoretisch auch entsprechende Workflows anbinden, die das Ganze in einen zweiten Server reinschieben oder sogar löschen. Und dann ist eben die Frage, wie gehe ich mit der History um? Also möchte ich später nochmal wissen, dass jemand was aus dem System rausgekickt hat, das ist eigentlich eine sehr leichte Information, wenn ich jetzt mit größeren Dateien zu tun habe. Das muss man dann entscheiden und mit seinem Integrator absprechen, ob man solche Sachen wirklich abbilden möchte. So, die Stärken von Plon für solche Sachen ist generell, dass die Community weiß, dass Migration eine wichtige Sache ist. Das heißt, wir beschäftigen uns über die verschiedenen Versionen hinweg mit dem Thema Migration. Es gibt sehr interessante Ansätze, wie man heute Migration in Plon hinein oder aus Plon heraus realisieren kann. Wir haben die Vorteile mit dem Pre-Open-Source-Software-Entwicklungsmodell. Matt Hamilton hat das eben beschrieben. Diese ganzen Fallen, die mit herstellerbezogenen Produkten entstehen, die fallen weg. Wir haben eine sehr gute Community-Struktur, die lebendig ist. Plon ist nach 10 Jahren absolut nicht tot, sondern nimmt im Moment so richtig Fahrt auf. Finde ich richtig klasse. Dahinter steht die Plon Foundation, die die Rechte an den Sachen hält, dass man also keine Angst haben muss, dass irgendwann, wie bei Alfresco zum Beispiel, weiß ich was, 90% der Entwickler bei Alfresco beschäftigt, wenn Alfresco pleite geht, suchen die sich einen neuen Job. Das Versionsrepository von denen wird ja wahrscheinlich auch in-house betrieben. Und dann ist die Frage, was passiert denn dann mit so einem System? Ja? Das ist also eine Sache, die sollte man sich reiflich überlegen. Denn auch in Open-Source-Software wird investiert. Also wenn ich jetzt solche Entwicklungen bezahle, ich muss die Integratoren ja bezahlen, bezahle ich letztendlich für Dinge, die ich persönlich brauche. Ich muss also nicht irgendein Lizenzpaket kaufen, wo so und so viel Prozent von für mich persönlich völlig uninteressant sind, die aber in dem Paket mit drin sind, sondern ich nehme das Geld, gebe das jemandem, der das macht oder suche die entsprechenden Produkte aus, die ich brauche und bekomme dann genau das, was ich haben möchte. So, das ist im Wesentlichen das, was ich zu dem Thema Content Lifecycle zu sagen habe. Gibt es da irgendwelche Fragen zu? Wie misst sich denn die Relevanz? Relevanz ist absolut subjektiv. Also man kann zum Beispiel sagen, Seitenaufrufe ist so ein schönes Thema. Ne? Sind jetzt die Seitenaufrufe relevant dafür, ob dieser Content wichtig oder interessant ist. Ne? Ich kann umgekehrt genauso sagen, wenn der Vertriebsmitarbeiter einen Kundenkontakt noch geschafft hat, an dem Tag zu erledigen, da wird ein geiler Auftrag draus, dann war das eine super relevante Information, die speziell jetzt auch in einem Intranet wichtig ist. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Situation, wo halt mehrere Unternehmen in einer Gruppe zusammenarbeiten und da eben auch die Führungsgremien sich untereinander austauschen wollen. Und der eine hat unter Umständen in einem Gespräch einen interessanten Kundenkontakt, kann den aber selber nicht verwerten und hat dann die Möglichkeit, über so eine Plattform das mit den anderen eben zu teilen. Und der andere sagt, okay, ich weiß Bescheid und kann dann die Sachen entsprechend weiterverfolgen. Dafür gibt es klassische CRM-Systeme. Aber das Credo war in der Situation, die Leute haben sich mit dem CRM-System so viel beschäftigt, dass sie nicht mehr dazu gekommen sind, die Aufträge abzuwickeln. Also es muss schon alles immer im Verhältnis stehen. Das heißt, die Zeit, die ich mit so einem System verbringe, die soll mir ja eigentlich einen Produktivitätsvorteil bringen und nicht dazu führen, dass ich mich jetzt die ganze Zeit mit dem System beschäftigen muss. Oder hatten Sie das mit der Relevanz anders gemeint? Also was man zum Beispiel machen kann in so einer Situation, wenn ich eben feststelle, wie zum Beispiel auch bei den Produkten auf plon.org, dass eben so und so lange an einem bestimmten Produkt keine Release mehr stattgefunden hat, dann kann ich das markieren.
Ja? Und ich könnte dann zum Beispiel sagen, okay, ich schiebe das jetzt in ein zweites System rein oder ins zweite Glied oder ich habe das nicht mehr gecached und dergleichen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem wieder anpacken kann. Ja? Aber ich kann es dann zum Beispiel anders behandeln oder ich kann es beim nächsten Mal in so eine Review mit reinnehmen, dass man sagt, okay, schmeiße ich das jetzt raus, braucht das jemand nicht mehr. Um das nachvollziehen zu können im Team, ist es natürlich wichtig, ich muss irgendwie die Information oder sagen wir mal, dieses Flag an die Information binden. Ja, das heißt, ich muss dann zum Beispiel suchen können, zeig mir mal alle Informationen, auf die nicht mehr zugegriffen worden ist. Das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, die Plone out of the box macht, aber die kann ich natürlich mit meinem Integrator planen und kann dann eben mir überlegen, was für eine Art von Content habe ich in meinem System. Das ist eigentlich so der Sinn der ganzen Sache, dass ich mir für die Art von Content, die ich in meinem System verwalte, einfach den Lifecycle mal durchspiele. Was will ich eigentlich, was mit dem Zeug auf Dauer passiert und nicht hinterher damit ende. Ich habe einen riesen Silo voller Daten und dann überlege ich mir, weil mein System platzt, was mache ich denn jetzt damit? Weil diese ganzen Informationen nachträglich zu scannen, zu gucken, ob brauche ich das nicht, wer seinen Keller richtig voll hat, und muss den mal ausmisten, der kennt das Problem. Also man kann natürlich einen Container bestellen, dann ist das erledigt, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn man jetzt so ein Sammler und Jäger ist und sich jede Sache einzeln angucken will, dann hat man ein Problem. Das heißt, wenn ich das vorher schon weiß und habe zum Beispiel in der Benutzeroberfläche die entsprechenden Sachen berücksichtigt, dass ich das kennzeichnen kann, eine ganz basale Sache wäre einfach im Actions-Menü einen Punkt hinzufügen, bitte Keyword hinzufügen, ja, also ein Python-Skript, das einfach ein Keyword in den Content injiziert, den ich dann mit einer Kollektion oder mit einer anderen Sache auswerten kann, das würde das Problem schon lösen. Ich muss nur dran denken. Und das ist das, worum es mir eigentlich geht, dass man sich über diesen Content-Lifecycle sich Gedanken macht und dann auch überlegt, lohnt es sich da jetzt Energie reinzustecken, Automatismen einzubauen oder eventuell ein Produkt zu entwickeln, was normalen Standard-Content eben etwas anders managt. Ja. Gibt es noch Fragen? Wie wird der von dir erwähnte Read-Only-Modus für Objekte aus alten Instanzen gelegt? Ich wiederhole jetzt nochmal die Frage, das habe ich eben vergessen. Pavel Bogdanovich fragt, wie der Read-Only-Modus für bestimmte Sachen aktiviert wird. Das ist eine Sache, die kann man auf Ebene von dem SOAP-Server machen. Das heißt, ich kann die Daten in eine SOAP-Instanz reinschieben und kann diese SOAP-Instanz dann im Read-Only-Modus laufen lassen. Ich möchte dann ja auch nicht, dass da noch irgendwas sich dran verändert. Ja, das bleibt einfach so stehen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, immer am Ende eines Jahres, wenn ein bestimmter Content, zum Beispiel so ein Lifetime, 10 Jahre, Ablagepflichten, gesetzliche Dinge und so weiter hat, dass ich dann sage, okay, jeder Content, der da drin ist, der älter ist als 10 Jahre, ich rede jetzt hier in Wahnsinnsdimensionen, den schiebe ich jetzt in ein zweites System und lasse dann zum Beispiel nur einen Server laufen, der nur dieses eine Jahr, meinetwegen 1999, liefert. Ah, das ist ein zweiter Server. Das könnte ich machen, ja. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich den später dann auch komplett abschalte, aber der ist dann komplett aus dem System raus. Ich muss den nicht mehr migrieren oder sonst irgendwas. Ich habe den komplett aus den Füßen. Also das ist bei uns im Industriebereich eine wichtige Sache, weil im Gegensatz zum Print oder die normalen Webseitengeschichten hat man natürlich im Bereich Produktentwicklung Aufbewahrungspflichten. Es gibt, was die Produkthaftung angeht, Anforderungen, Lieferung von Ersatzteilen, sicherheitsrelevante Bauteile und so weiter. Da gibt es eigentlich eine klasse Tradition, wie man solche Sachen managt, traditionell auch natürlich auf Papier. Es gibt auch jede Menge alte Datenbestände, die dann teilweise in elektronische überführt werden. Das sind natürlich auch Aufgaben, dass ich Zeichnungen verwalten muss, Facility Management in Gebäuden. Das sind alles Anwendungen, die im Großen von proprietären Software-Systemen teilweise erschlagen werden mit einem Wahnsinnsaufwand. Aber so im mittleren und im kleinen Bereich sind das Sachen, die man hervorragend mit Plone lösen kann. Also zum Beispiel die Sache mit der Live Search, wenn ich Objekte optimal anlege, die Felder richtig benenne, dann kann ich im Facility Management mit Raumnummern einfach durch Eingabe von einer Raumnummer mit der Live Search zum Beispiel die Durchwahl von dem Raum anzeigen lassen oder ich kann theoretisch irgendwelche anderen Informationen da dran packen und kann dann zum Beispiel ein komplettes Gebäude, also Gebäude, Etage, Raum, theoretisch sogar Schränke und Schubladen hierarchisch abbilden und kann dann durch eine Suche, durch ein System die entsprechenden Informationen innerhalb des Plans ablegen und anzeigen. Und ich kann dann zum Beispiel auch eine Ressource, wenn die verschoben wird, komplett als Container auf eine andere Stelle schieben. Also das sind so Sachen, die man ganz einfach mit Plan machen kann, die mit einem anderen System unter Umständen nicht so viel Spaß machen. Gibt es noch Fragen?
Dann würde ich sagen, machen wir Kaffeepause. Ja.